Hallo zusammen. Hey, wow, ich bin aufgeregt. Es ist mein allererstes Live-Video. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt live übertragen wird. Ich denke mal schon. Habe alles richtig geklickt und ich lege jetzt einfach mal los. Ich habe euch eingeladen, um ein bisschen mehr über emotionale Intelligenz zu sprechen. Ich finde es ein ganz ein spannendes Thema. Vor allem, weil so viele davon reden und ich habe oftmals den Eindruck, dass die Leute überhaupt keine Ahnung haben, von was sie denn da reden. Oder beziehungsweise es wird oft wie diese Kompetenz vorausgesetzt. Und wenn ich dann Menschen beobachte, wie sie so umgehen mit den anderen Menschen im Kontakt und kommunizieren, erlebe ich ganz, ganz oft, dass diese Kompetenz nicht wirklich ausgebildet ist. Und das hat mich nachforschen lassen. So, warum ist es denn so? Und ich kam erstmal zu der Erkenntnis, dass es ganz, ganz viele Widerstände gibt in diesem Bereich. Und ich möchte anfangen, über diese Widerstände erstmal zu sprechen, was ich daraus gefunden habe. Und zwar, wenn wir ja sehen, dass emotionale Intelligenz eine Kompetenz ist, die man sich aneignet und die nicht einfach so angeboren ist. Ich glaube, da liegt auch so eine gewisse Verwechslung vor mit dem Intelligenzquotienten, dass das auch der emotionale Quotient, dass der einfach so angeboren ist und den hat man halt so, wie er ist und so wird er auch immer bleiben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, dass die emotionale Intelligenz eine Kompetenz ist, die wir uns erarbeiten können und eigentlich erarbeiten sollten, wenn wir kleine Kinder sind. Und dann sollte das ganz natürlich in unser Leben integriert werden. Und auf eine gewisse Art machen wir das ja. Also wir haben ja ein bestimmtes Verständnis zu unseren Gefühlen, zu unseren Emotionen. Aber so nach so den letzten, ich würde mal sagen, 50 Jahren oder schon länger, aber jetzt einfach wo ich ein bisschen mein Augenmerk drauf gelegt habe, ist es so, dass ja, die emotionale Kompetenz nicht wirklich ausgebildet wurde. Ich denke, das hat viel zu tun auch mit dem Krieg, dass da ganz viel Schmerz und Trauer und Verlust, Angst und Verluste und da ist ganz viel Schmerz nicht wirklich gelebt worden ist, sondern auf die Seite gedrückt worden ist und so bestimmte Kommunikationen oder Kommunikationsebenen nicht mehr eingebunden worden sind in unser soziales Leben. Darüber wurde einfach nicht gesprochen, weil es irgendwo auch schmerzhaft war und weil Menschen nicht wussten, wie sie damit umgehen. Und auf Hallo Agathe! Schön! Das Bild ist super schlecht, ich sehe dich nicht. Okay, das Bild ist nicht gut. Wird es jetzt besser? Kannst du mal kurz Feedback geben? Weil ich sehe mich total klar, aber das heißt ja nichts. Genau, also es wäre toll, wenn du Agathe schreibst. Smiley. Okay, gut. Das heißt, es ist besser. Ich hoffe. Ah, jetzt war gerade schlechte Verbindung. Gut, ja. Nein. Ich sehe dich nicht. Ist es besser? Nein. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Leider total schlechtes Bild. Okay.
Was tue ich? Ich bin jetzt einfach so spontan, unvorbereitet und nehme dich mit. Näher an die Quelle. So, raus aus dem gewohnten Umfeld. Ups, jetzt muss ich hier über die Kabel drüber steigen. So. Sodala, hallo. Jetzt versuchen wir das doch mal. So, jetzt gib mir doch Bescheid. Ob das besser. Besser. Super. Okay, dann bleibe ich doch auf dem Balkon. Ist doch auch eine schöne Arbeitslocation. Okay, wo bin ich stehen geblieben? Also aufgrund dessen, dass es ganz viel in unserer Geschichte, dass Emotionen und Gefühle nicht wirklich integriert worden sind in unseren Alltag und in unsere Kommunikation. Also ich sage jetzt mal global gesehen oder vor allem spreche ich jetzt mal Deutschland an, haben wir nicht wirklich gelernt, damit umzugehen. Also unsere Generation davor. Und genauso sind wir erzogen worden. Also meine Eltern, so gut wie sie es gemacht haben, so hat es trotzdem einen Mangel gegeben in dem, wie Emotion oder unser Emotionalkörper in die Kommunikation integriert wurde. Und dadurch haben sich in uns Imprints reingesetzt. Also zum Beispiel Angst ist was für Angsthasen, den Spruch kennen wir ja alle, ne? Und Angst braucht man nicht haben. Ist ja so ein toller Spruch, den wir auch immer noch unseren Kindern weitergeben. Ah, muss doch keine Angst haben. Und im Grunde genommen ist das das Schlimmste. So, jetzt bin ich angehalten. Was ist jetzt? Sieht mich jemand? Mist! Jetzt ist irgendwie die Kamera oben aus. Jetzt live vor 7 Minuten. Okay, ich probiere es nochmal. Die Technik. Auf einmal war alles aus. So, ich habe gesehen, die Irene ist da. Zumindest war sie gerade im anderen Agathe. Schön seid ihr da. Genau, ich habe jetzt gerade von unserer emotionalen Kompetenz gesprochen, die über die letzten Generationen abgenommen hat oder vielleicht auch zugenommen hat, weil wir merken, dass wir jetzt in so einem Übergang sind, wo emotionale Kompetenz immer wichtiger wird, weil wir merken, dass es ohne diese Kompetenz, ohne dieses Navigieren und das Integrieren des Emotionalkörpers nicht wirklich Kontakt geben kann oder Erfolg, dass man Erfolg haben kann. Also wenn man nur von der mentalen Ebene spricht und die emotionale Ebene nicht mit einbezieht, wird es wahrhaftig und wird es schwierig, im Kontakt zu bleiben. Leute gehen immer mehr weg aus dem Kontakt, wenn sie merken, ach, die Geschichte, die kenne ich auch schon und habe auch schon 5 Mal gehört und jetzt reicht es mir. Oh, danke, Irene, für das Herzchen. Ja, und
Und die verschiedensten Gründe für das, dass der emotionale Körper nicht wirklich integriert wird, ist ganz, ganz viel auch Nichtwissen. Ja? Also Nichtwissen, Unsicherheit, Unwissen. Es sind die individuellen Erfahrungen aus der Kindheit, wo wir entweder einen Bezug oder eben keinen Bezug zu unseren Gefühlen herstellen konnten. Vorhin habe ich gesagt, so ja, Angst ist so ein klassisches Beispiel, wo man lernt als Kind, hey, du musst doch keine Angst haben, obwohl wir einfach Angst haben, das ist so. Das gehört eigentlich wie die Luft zum Atmen zu unserem Leben. Das ist nichts, was wir weghaben müssen. Es geht nur darum, wie gehen wir damit um. Und uns wurde beigebracht, dass wir das einfach, dass man es ja nicht braucht. Ja? Also wenn die Aussage kommt, du musst doch nicht Angst haben, dann kommt da erstmal eine Verwirrung ins System als Kind. Und wir glauben aber irgendwann mal Mama und Papa, wenn sie das sagen, ja? Und entscheiden, okay, Angst brauche ich nicht. Und dann wird es wie unterdrückt, obwohl es ja da ist. Die Angst ist ja trotzdem da. Und dann leben wir unser Leben mit einer unterdrückten Angst. Und manchmal poppt sie ein bisschen höher hoch, wenn wir vor bestimmten Wandlungssituationen stehen oder Veränderungssituationen, ob wir jetzt einen neuen Job haben oder eine Kündigung ins Haus fliegt oder eine neue Partnerschaft vielleicht ansteht oder eine Partnerschaft beendet werden möchte oder ein Trauerfall in der Familie oder eine Krankheit, also was einen so richtig erschüttert, dann kommt die Angst richtig hoch und dann wird sie laut. Aber bis dahin ist sie relativ unterdrückt, weil sie ist ja nicht okay. Erst bei richtig großen, großen Events, dann darf das mal sein. Das Ähnliche ist auch mit der Wut, wenn wir die Kinder sehen mit ihren Tobsuchtsanfällen und dann werden sie gelabelt mit, hey, das ist ein crazy Kind und das ist wütend und das ist nicht okay, das ist laut. Und kommen da ganz viele Labels drauf auf diese Kids und ich kenne das auch. Also Wut war für mich als Kind gefährlich. Also das habe ich gehört. Wut ist nicht okay und vor allem auch nicht für Frauen. Für Mädels, sondern die Jungs, die dürfen sich schon die Köpfe einschlagen, aber die Mädels dürfen das nicht. Und so ist es, dass. Danke, Agathe, fürs Feedback. Jetzt schlechtes Bild, jetzt wieder gut, okay. Dass es gut war, eben für die Jungs, aber für die Mädels, die durften nicht unbedingt wütend sein. Genau. Die Mädels durften eher traurig sein. Das war dann okay, wenn man eine Heulsuse ist. Und ja, das ist halt eine Heulsuse, hat man abgestempelt, aber man hat es nicht wirklich befürwortet. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat die Traurigkeit sehr befürwortet. Also da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. So mit Angst, das war dann eher, muss doch keine Angst haben. Aber bei Traurigkeit, da war sie sehr offen und hat mir erzählt, dass ich doch einfach weinen soll, weil das ist gut, da kann ich Sachen loslassen. Also mit der Trauer habe ich ein ganz gutes, ich persönlich ein ganz gutes Verhältnis schon immer gehabt. Aber die Angst, die war in meinem System nicht so wirklich gewollt und zu Hause. Und die Wut auch nicht. Und so richtig glücklich oder beziehungsweise freudig, das ist so die vierte Variante von den Hauptterritorien, auf die ich auch später noch oder in den nächsten Folgen auch noch eingehen werde. Das ist auch ja, also man darf schon lustig sein, aber zu lustig bitte auch nicht. Und wenn, ja, ist man vielleicht auf Drogen, also wenn man ein bisschen später, im späteren Alter oder in der Arbeit habe ich das oft erlebt, dass man dann gesagt hat, ja, wie, lach mal nicht so viel, hast du nichts zu tun, ist dir langweilig. Und man sieht so die verschiedensten Verhältnisse zu unseren Gefühlen durch diese Aussagen, ja. Die mögen sehr plakativ sein und sie gehen aber ganz schön tief.
in uns, wenn wir da mal ganz ehrlich hinspüren, was wir denn Verhältnis, welches Verhältnis wir denn mit unseren Gefühlen haben. Was ich auch noch festgestellt habe, ist ein großer Glaubenssatz, etwas falsch zu machen. Deswegen trauen sich viele Leute überhaupt gar nicht, ihren emotionalen Körper zu erforschen. Sie denken, sie machen etwas falsch, weil wir einfach keine Übung darin haben. Eigentlich müssten wir da ja in der Schule schon Unterricht bekommen. Und deswegen gehen sie erst gar nicht los. Also das ist so im System, als könnte man etwas beim Fühlen, was ein ganz natürlicher Zustand ursprünglich ist, wenn wir uns die Babys anschauen. Die lassen ihre Gefühle einfach durchgickeln und wenn sie hungrig sind, dann lassen sie die Wut sprechen, dann schreien sie mal recht laut und dann weiß die Mama auch, aha, Kind hat Hunger, dann kriegt sie was zum Essen und dann ist auch wieder gut. Also da wird quasi das Gefühl für die Handhabung des Lebens verwandt, also oder eingesetzt. Das heißt, wie navigiere ich im Leben ohne meine Gefühle? Und die Babys, das ist eine Frage. Und die Babys machen das noch ganz gut und funktioniert ja, ne? Also wenn sie traurig sind, dann weinen sie und dann kommt die Mama und gibt ihnen das, was sie brauchen. Und dann beruhigen sie sich auch wieder. Wenn sie happy sind, dann giggeln sie dahin und dann giggeln sie und giggeln sie und dann ist es gut. Ja, dann sind sie freudig. Und ebenso gehen sie auch mit der Wut um und auch mit der Angst. Und das ist bei Babys am Anfang noch relativ natürlich, bis wir anfangen, uns zu konditionieren. Das heißt, wir fangen an, uns zu konditionieren in dem Sinn, dass wir die Welt betrachten oder die Welt auf uns einprasselt und wir lernen, wie andere damit umgehen. Und die ersten, die wir ja ganz eng kennenlernen, ist meistens Mama und Papa oder die Mutter und der Vater oder die Oma, also die ersten Erziehungsberechtigten. Und da lernen wir von. Wir lernen, wie sie die Welt sehen. Und das glauben wir, weil wir erstmal an das, was Papa und Mama uns zeigen, glauben wir. Und wir machen es einfach nach. Das heißt, wenn dann solche Konditionierungen kommen wie, ah, musst du nicht schon wieder weinen? Und wir als Baby kriegen wir das ja auch mit. Oh Gott, jetzt weint sie schon wieder. Zum Beispiel, weil die Mama nicht vielleicht oder der Papa nicht fähig ist, gerade diese Energie zu halten oder gestresst ist oder müde ist oder wie auch immer. Dann kommen solche Aussagen und das kriegen ja die Kinder mit. Und die Kinder, die merken sich das. Die merken sich, okay, es ist nicht in Ordnung, wenn ich weine. Dann mache ich es halt weniger. Oder manche Kinder fangen dann so richtig an, weil sie endlich akzeptiert werden wollen, dass sie weinen. Ja? Also es gibt immer verschiedene Richtungen auch, wie wir uns entscheiden. Und dann gibt es dann so dieses, ja, das sind Schreikinder. Ja, die haben ganz schön viel Schmerz und die wollen gesehen werden und die wollen gehört werden. Aber das ist ein anderes Thema. Da könnte ich jetzt ganz, ganz tief einsteigen. Wo geht's weiter? Genau, ich habe gesagt, dass es wie so eine Kompetenz daherkommt, die wir schon haben müssten. Und irgendwo ist es wahr, weil eigentlich hätten wir es in der Schule lernen sollen oder mit unseren Eltern. Also auf jeden Fall, als wir Kinder sind. Und dann hätten wir sie diese Kompetenz ganz natürlich in unser Leben integriert. Aufgrund dessen, dass das nicht passiert ist, dürfen wir das jetzt im Erwachsenenalter anfangen. Und ich finde es toll, dass ihr da seid und dass ich euch da unterstützen kann in dem, wie ihr damit umgehen könnt. Und ich würde euch gerne erstmal eine Unterscheidung geben. Bezüglich
Emotion und Gefühl. Das hatte ich ja schon in der Ausschreibung angesprochen, dass es da eine Unterscheidung gibt. Und ich würde gerne anfangen mit dem Gefühl. Also, ich möchte euch vielleicht zum Hintergrund, ich spreche, wenn ich sage, wir sehen das so oder ich sehe das so, dann spreche ich aus dem Kontext, ganz oder aus dem Wissen, das ich über Possibility Management erfahren habe und gelernt habe und das für mich gut funktioniert. Das heißt nicht, dass das die ultimative Wahrheit für alle ist auf diesem Planeten. Es heißt nur, ich kann damit gut sein und es hat für mich super funktioniert und ich möchte es auch gerne weitergeben, weil es für mich so gut funktioniert und es auch in vielen Sessions mit vielen Klienten schon mir weitergeholfen hat und die Basis meiner Arbeit ist. Genau, und ich da immer auf einen großen Werkzeugkoffer zurückgreifen kann und es Dinge sehr viel einfacher macht. Okay, das war jetzt der kurze Ausflug ins Warum oder von wo ich ausspreche, von welchem Raum raus in mir. Wenn ich von Gefühlen spreche, dann spreche ich von. Ich auch. Super. Danke, Agathe. Wenn ich von Gefühlen spreche, dann spreche ich von einer Energie in uns, von verschiedenen Energiequalitäten in uns, aber von einer Energie. Nichts von was ich sag mal, ein mentales Konstrukt ist, sondern es sind Energiequalitäten, die uns unterstützen in unserem Handeln. Und im Possibility Management verwenden wir, um es einfach zu machen, vier Grundterritorien. Und zwar sind es zum einen ist es die Angst, das Territorium, dann gibt es die Wut, die Trauer oder die Traurigkeit und die Freude. Diese vier Territorien sind die Hauptterritorien. Und da fällt zum Beispiel Nervosität fällt in das Feld der Angst. Also es gibt natürlich überall diese ganzen Unterkategorien, die wir kennen. Aber um es einfach zu machen, können wir einfach sagen, ja, und es geht da zum Beispiel um Angst. Und diese verschiedenen Felder ermöglichen uns und bestärken uns in verschiedenen Handlungsbereichen. Ich möchte gern eins rausnehmen, erstmal, und dann in den nächsten Teilen werde ich da tiefer drauf eingehen. Die Wut, die ist ja sehr umstritten. Die Wut, die wird oftmals als super aggressiv und laut und zerstörerisch betrachtet. Und wenn wir aber die Wut als pure Energie sehen, als eine Energie, die kreiert wurde, um uns als Mensch zu unterstützen, in einer verantwortlichen Weise, dann gibt es da eine andere Qualität oder verschiedene andere Qualitäten, die dann zum Vorschein kommt in uns, wenn wir uns erlauben, diese Qualität oder diese Energie zu nützen. Und ich lade dich mal ein für ein paar Minuten, nicht ein paar Minuten, ein paar Momente, deine Augen zu schließen und deine Fäuste zu ballen und mal in deine Wutkraft kurz hineinzutauchen. Und da mal zu spüren, was es mit deinem Körper macht. Und vielleicht wollt ihr da auch Kommentare schreiben. Also was es bei mir macht, sofort mein Solarplexusbereich spüre ich. Und es kommt zu einer Aufrichtung. Ich setze mich auch gleich hin. So eine Aufrichtung in mir. Und eine Klarheit. Das ist das, was gerade passiert in mir. Ich kriege eine Klarheit, es macht irgendwie auch gerade was mit meinem Blick. Es wird ein klarerer Blick, kommt in mir auf.
Anytime. What does that mean? wie bei mir. Super cool. Genau. Und das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie Gefühle genutzt werden können. Also das ist, wenn wir dessen bewusst sind. Und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt mit der Wut, dass die Wut nicht nur zerstörerisch ist oder aggressiv, was sie auch sein kann, wenn sie unverantwortlich genutzt wird. Aber sie kann auch verantwortlich genutzt werden. Und da möchte ich euch hin bestärken. Genau. So, das sind die Gefühle. Die Gefühle sind für unser Handeln zuständig. Wut ist mein Thema. Brustraum fühlt sich sehr frei an. Aufrichtung klar. Größe. Yes! Genial. Freut mich, dass ihr so mitmacht. Yay! genau. Ja, und wenn wir jetzt die Emotionen anschauen. Davon reden ja so viele. Ja, du bist emotional und ja, wir müssen eben die emotionale Kompetenz. Haben wir im Possibility Management dann eine bestimmte Unterscheidung gemacht, dass eine Emotion verknüpft ist mit einem Event oder einer Geschichte, die wir irgendwann mal erlebt haben. Das heißt, es ist ein Gefühl, und eine Geschichte und ein Event zusammengeklebt. Ja? Das kommt zusammen und das ist das, was eine Emotion bildet. Das heißt, wenn wir als Kind ein bestimmtes Gefühl hatten oder gehabt hätten und wir durften es nicht fühlen, das heißt auch dieses zusammengeklebte, ist deswegen zusammengeklebt, weil dieses Gefühl, das wir am Anfang hatten, nicht gefühlt werden durfte. Deswegen klebt es immer noch an dieser Geschichte und an diesem Event. Das heißt, wenn wir eben, wie gesagt, als Kind was erlebt haben und was gefühlt haben, also irgendwie ganz aufgeregt oder wir haben Angst bekommen und sind zu unserer Mama gegangen und hingelaufen und wollten uns ausdrücken und es kam die Aussage, hey, du musst doch keine Angst haben, das ist doch gar kein Problem und man wurde beruhigt. Dann haben wir das, ich sag mal, ich mag jetzt nicht im schlimmsten Fall sagen, aber im besten Fall haben wir es trotzdem gefühlt und haben nicht auf unsere Mama gehört, in dem Fall. Im schlechtesten Fall haben wir es unterdrückt. Und so ist eine Emotion entstanden, die noch nicht gefühlt wurde. Das heißt, die wird langsam ins Unbewusste abdriften, wenn sie nicht nach kurzer Zeit gefühlt wird. Und das passiert im Regelfall normalerweise nicht. Also wenn Emotionen nicht gefühlt sind, dann braucht es einen ganz bewussten Raum, damit diese dann wieder an die Oberfläche kommen. Und das ist, was wir in der Traumatherapie und in der Somatic Experience, in den verschiedensten Techniken, wo der Emotionalkörper Heilung erfährt, dort in diesen Bereichen oder in diesen Räumen werden Emotionen gelöst und man nennt dann oder spricht dann von Heilung. Wenn diese Emotionen letztendlich endlich gefühlt werden können. Wenn sie nicht mehr, es fühlt sich so ein bisschen an, wie eine emotionale Zeitreise machen. Also wenn sie wie gefühlt nicht mehr in der Vergangenheit hängen, dann fühlt es sich an in unserem Körper, integriert und so sprechen wir von Heilung. Wenn wir uns wieder kompletter fühlen, weil dieses Gefühl gefühlt wurde. Genau. Ja, und wo geht's weiter?
Wo geht's weiter? Es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen, wenn man so alleine, ohne Fragen. Habt ihr vielleicht Fragen und ich kann auf die eingehen? Was kommt euch? Dann kann ich darauf eingehen und wenn nicht, gehe ich mal weiter, was ich geplant habe. Und zwar wollte ich weitergehen in positive und negative Gefühle. Was wir denn da in der Gesellschaft drunter verstehen. Und das ist auch ein Grund, warum so viele Widerstände bezüglich der Heilung unseres Emotionalkörpers in unserer Gesellschaft existiert, aus meiner Sicht. Weil die Gesellschaft wie die Gefühle gelabelt hat. Also wenn wir jetzt mal von diesen vier Territorien ausgehen, die ich vorhin genannt habe, Wut, Angst und Trauer und Freude. Dann wird in unserer Gesellschaft ja ganz viel davon, von diesen vieren, negativ behaftet oder ist negativ behaftet. Und zwar die Angst, die darf nicht sein. Die Wut, die ist auch total zerstörerisch und die muss auf jeden Fall weg. Und die Trauer, ja, ist auch nur so ein, das ist okay, wenn man jetzt gerade jemand verloren hat, aber also zu viel weinen sollte man nicht. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, und die Freude, ja, also die ist noch gerade so ein bisschen geduldet, aber eigentlich, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, zumindest in unserer modernen Welt, in der modernen westlichen Welt, im östlichen Bereich habe ich da irgendwo auch eine andere Tendenz erfahren. Aber eigentlich ist Fühlen total unsexy und überhaupt macht man nicht. Obwohl es ja diese Gegenbewegung gibt, aber aufgrund dessen, dass dieser Imprint in der Gesellschaft drin ist, dass das nicht okay ist zu fühlen und wir das ja als Kind so oft gesagt bekommen haben, ist es so schwer für Menschen, es wirklich rumzudrehen und sagen, egal was ich gelernt habe, egal, auch wenn ich total Angst habe, ich mache das. Ich gehe jetzt meinen Integrationsweg. Ich gehe jetzt dahin, wo es sich vielleicht nicht so entspannt anfühlt in mir, wo sehr viel Spannung herrscht, wo ich mit mir konfrontiert werde in einer Form, wo ich mir selber sage, oh Gott, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay, weil ich es eben so gelernt habe. Und ich mache es trotzdem und erfahre dadurch ganz, ganz viel Befreiung und Heilung und Integration. Und die Sache ist auch, wenn wir von dem Negativen ausgehen, dann hat das immer einfach einen fahlen Beigeschmack. Also ich habe noch niemand getroffen, der nicht den Glaubenssatz in sich hat, ich bin nicht gut genug. Und der kommt, wenn wir diese negativen oder wenn wir diesen Imprint oder die Perspektive auf die negativen Gefühle oder auf die Gefühle, die ja, sind ja nicht negativ, aber ich nenne es jetzt mal die negativen Gefühle hat, dann ist da ja schon eine Bewertung in sich drinnen. Weil wir fühlen ja. Wir fühlen ja trotzdem. Wir fühlen ja immer unser ganzes Leben lang. Immer. Auch wenn es sehr, 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 sehr gedeckelt ist. In unserem System fühlt es. Diese Energien sind nicht weg. Das heißt, wir haben, wenn wir auf uns selbst gucken, mit dieser negativen Perspektive auf Gefühle, dann sind wir mit uns selbst im Konflikt. Und das bedarf echt einen riesengroßen Shift. Und deshalb braucht es wie als allererster Schritt,
um überhaupt auch diese emotionale Heilung machen zu können, aus meiner Sicht ein Shift von der alten Landkarte, also von diesen, die Gefühle sind negativ, ein Shift in die positive Richtung. Ohne da, also negativ und positiv ist auch nicht unbedingt meine Lieblingswörter, aber wenn wir jetzt mal von dem ausgehen, von dem Wortschatz ausgehen, was die Gesellschaft verwendet, positiv und negativ, dann shifte das von negativ ins Positive. Und positiv meine ich, dass wir davon ausgehen, dass Gefühle bestimmte Qualitäten beinhalten, dass Gefühle Energien sind, die uns unterstützen, unser Leben zu navigieren. Und uns nicht davon abhalten sollen, unsere beste Version zu leben. Und oftmals erlebe ich, dass die Leute so viel Angst haben vor ihren eigenen Ressourcen. Weil im Endeffekt brauchen wir die Angst, um wirklich loszugehen ins unbekannte Land. Wir brauchen die. Wir brauchen die. Also ich glaube, nicht so viele waren schon on stage gestanden, aber ich glaube, jeder hat schon mal ein Gedicht vorgeführt oder was gesungen für die Familie oder in der Schule vorne gestanden, in der Vorderklasse. Also jeder kennt irgendwie auf eine Art und Weise diese Energie, diese Aufregung und Nervosität, wenn wir da vorne stehen. Und da gibt es eine bestimmte Dosis, die richtig, richtig gut ist. Ja? Die uns unterstützt, ins Neuland zu gehen, wenn wir keine Ahnung haben, weil wir wissen dann auch ja nicht, was kommt, wenn wir davor stehen. Und sie hält uns wach und sie hält uns aufmerksam und wir sind präsent. Und da ist so eine kreative Qualität in dieser Angstenergie, in diesem Angstgefühl, was wir on stage haben. Das heißt ja dieses Lampenfieber, was wir haben. Und dann stehen wir auf der Bühne und wissen nicht recht, wie es geht. Und trotzdem funktioniert es. Ja? Irgendwas lässt uns weiter navigieren und den nächsten Schritt machen. Und darum geht es für mich, dass wir lernen, diese Ressourcen bewusst und aktiv einzusetzen und sie nicht zu verneinen, sie zu unterdrücken und dadurch ganz schön viel Lebensfreude und Lebensqualität verpassen. Weil genau das bringt es, wenn wir unsere Gefühle wieder fühlen, also wirklich die Gefühle, nicht die Emotion. Bei der Emotion geht es darum, dass etwas geheilt werden darf. Bei den Gefühlen geht es darum, dass wir uns navigieren. Also die Gefühle sind dafür da, uns zu informieren. Und die Emotion ist da, die schreit, also die klopft an, um geheilt zu werden. Sie sagt, hey, ich bin noch nicht gefühlt worden. Du musst mich fühlen, damit ich erlöst werden kann oder mich integrieren kann. Und das Gefühl ist dafür, oder die Gefühle sind dafür da, uns zu navigieren, uns zu unterstützen im Flow des Lebens. Und wenn wir natürlich so eine negative Einstellung zu den Gefühlen haben, dann lassen wir uns meist nur durch den Kopf navigieren. Und der Kopf kann nicht fühlen. Also unser Verstand kann einfach nicht fühlen. Deswegen ist auch unsere Gesellschaft in der westlichen Welt sehr verkopft, weil sie den Kontakt zum Herzen verloren hat. Also es wird hier viel gesprochen und hier aber nicht viel gefühlt. Deswegen spricht man ja auch immer so, wir müssen Verstand und Herz verbinden. Ja, genau. Und wie machen wir das denn? Und es geht darum, dass wir lernen, unsere Gefühle
unsere Gefühle wieder zu fühlen und zu lieben zu lernen, wieder unsere Ressourcen zurückzunehmen und zu integrieren und ja, sie lebendig werden zu lassen, damit wir lebendig im Leben stehen können. Genau. Und dafür gehe ich und dafür brenne ich und bin ganz voller Freude, wenn ich davon sprechen kann. Ich bin ganz happy und merke, dass ich gerne jemand haben würde zum Unterhalten drüber. Das ist nämlich auch ganz schön einsam, wenn man hier so vor der Kamera ist. Ist gut, aber es ist auch speziell. Ein Übungsfeld. Ja. Jetzt wollte ich den Raum aufmachen für Fragen in der letzten Viertelstunde. Gibt es denn von euch Fragen? Ich habe wie jetzt den Eindruck, ich habe genug geredet für heute. Erstmal, also was ich erzählen wollte, habe ich erzählt. Was ich auch. Hast du genug? Agathe, was meinst du damit? Let me know. Genau. Wenn ihr keine Fragen habt, dann würde ich jetzt für heute die Session abschließen. Danke euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sehen uns am Freitag. Am Freitag ist die nächste Session. Genau, ich würde auch gerne mit dir sprechen. Vielleicht kriege ich das sogar irgendwie hin. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich ein Zoom-Webinar am Freitag, weil ich finde es schon besser, wenn wir uns unterhalten könnten. Genau, oder zumindest ich dann die Leute mit reinnehmen kann. Let's see, ich werde meine Technik-Experten, also mich selber fragen und gucken, wie ich das dann hinbekomme. Alles Gute euch, ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal, habt es gut, tschüss.